Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich will mich jetzt an den Tatsachen orientieren und darf zuallererst feststellen, dass in kürzester Zeit das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge eine Entscheidung über den Asylantrag von Herrn Mehre getroffen hat und den Antrag als offensichtlich unbegründet abgelehnt hat. Eine richtige Entscheidung, eine schnelle Entscheidung, die die Handlungsfähigkeit des Rechtsstaates zeigt. Der Betroffene hat die Möglichkeit, Rechtsmittel einzulegen gegen die Entscheidung des BAMF und gegen den sofortigen Vollzug. Und das zeichnet, liebe Kolleginnen und Kollegen, unseren Rechtsstaat aus, dass wir auch die Feinde des Rechtsstaates Gelegenheit geben, das rechtsstaatliche Handeln zu überprüfen. Und das ist auch ein Qualitätsmerkmal für diesen Rechtsstaat. Auch wenn sich die Feinde des Rechtsstaats nicht an unsere Regeln halten. Und das trifft besonders im Falle Mehre zu. Man muss es hier noch mal konzentriert vortragen. Herr Mehre ist Oberhaupt eines kriminellen libanesischen Verbrecherclans. Von 1989 bis 2014 wurde er insgesamt 19 Mal rechtskräftig verurteilt, unter anderem wegen Raubes, schwerem Diebstahl, Hehlerei, Unterschlagung und bandenmäßigen Drogenhandel. Vor seiner Abschiebung verbüßte er eine 6-jährige Haftstrafe, aus der er im März 2019 vorzeitig entlassen wurde. Und am 10. Juli 2019 wurde er in den Libanon abgeschoben. Zuvor wurde er mit einer Wiedereinreisesperre belegt. Ein Ausländer, gegen den eine solche Wiedereinreisesperre verhängt wurde, darf, wie der Name schon sagt, nicht erneut einreisen. Tut er es dennoch, ist dies eine Strafe, die mit bis zu 3 Jahren Freiheitsstrafe bestraft werden kann. Am 30. Oktober 2019 tauchte Herr Mehre wieder in unserem Lande auf, stellte eine Selbstanzeige wegen unerlaubter Einreise und beantragte Asyl. Nach eigenen Angaben reiste er mit Hilfe von Schleppern aus der Türkei auf dem Landweg nach Deutschland ein. Zusammenfassend zu diesem Sachverhalt der Person Mehre sage ich Ihnen, da tanzt jemand, der über lange Strecken seines Lebens mit dem Rechtsstaat in keiner Weise im Einklang stand, immer wieder und nachhaltig die Regeln unseres demokratischen Rechtsstaats verletzt hat, und zwar schwerwiegend, versucht er vorsätzlich und missbräuchlich die Rechte, für die für rechtstreue Bürger gedacht sind, zu missbrauchen. Und das kann sich ein Rechtsstaat nicht gefallen lassen. Wir brauchen aus dieser Konsequenz, und da bin ich dann sehr gespannt, Herr Buschmann, wenn wir und die Regierung weitere Dinge diesem Parlament vorlegt, wie sich dann die FDP dazu einlassen wird. Wir haben ja schon eine gewisse Erfahrung mit dem Migrationspaket, das ja bei Ihnen auch nicht besonders beliebt war. Okay? Schön langsam. Jetzt sage ich Ihnen zur Abschiebung. Da könnte uns der Herr Stamp, in Klammern FDP, NRW, massiv mehr unterstützen. Wir stellen 2000 Bundespolizisten zur Verfügung. Herr Buschmann, darf ich Sie mal aufklären über unsere föderalen Zuständigkeiten? Für die Abschiebung sind die Bundesländer zuständig. Wir bieten den Bundesländern an, 2000 Polizeibeamte, die Länder bei der Abschiebung unterstützen. Zweitens, diese Institution hier in Berlin, Bund-Länder-Passersatzbeschaffung. Da war ich erst zum Besuch. Die Behörde arbeitet ganz hervorragend zusammen. Aber weder die Unterstützung durch die Bundespolizei, im Grunde machen sie vieles ganz alleine, die Bundespolizei, in der Flugbegleitung, noch die Beschaffung von Passersatzpapieren kann wirksam sein, so wie wir uns das vorstellen, wenn die Bundesländer, und dazu gehört auch NRW, uns die Abzuschiebenden nicht zuführen. Das ist die Realität. So.
Herr Buschmann, ich werde dem Parlament in wenigen Wochen eine Liste vorlegen, wie dies ausschaut. Abschiebung, ausreisepflichtig, nicht abgeschoben und in welchen Bundesländern. Und dann können wir gerne eine Diskussion darüber führen. Was uns dieser Fall lehrt, sind zwei Dinge, die wir offen aussprechen müssen. In Europa funktionieren die Grenzkontrollen nicht oder nicht ausreichend. Alle sind für den Außenschutz der europäischen Grenzen. Aber wir müssen deutlich sagen, die Europäische Union ist mit dem Außenschutz noch weit von dem entfernt, was wir verantworten können, nämlich weit von dem Versprechen, dass wir an den Außengrenzen Europas die Sicherheit unserer Bevölkerung gewährleisten. Deshalb wird es eine prioritäre Aufgabe der neuen Kommission sein, diesen Außenschutz für die Bevölkerung zu gewährleisten. So. Und nun ist es ja wunderschön, wenn mir bei der Binnengrenzkontrolle sozusagen so leichte Kritik entgegenschlagen. Es gibt niemand, der in der letzten, sagen wir mal in den letzten 3 Jahren, ich könnte ja auch sagen 5 Jahren, so für die Binnengrenzkontrollen in Deutschland eingetreten ist wie der heutige Bundesinnenminister. Niemand. Niemand. Und da fanden ganz andere Diskussionen statt. Und deshalb habe ich die Bundespolizei angewiesen. Ich bin dankbar, dass der Polizeipräsident der Bundespolizei anwesend ist und dieser Diskussion folgt. Ich habe sie angewiesen. Die Leute machen nämlich einen schweren Dienst, dass wir jetzt an allen deutschen Grenzen, nicht nur an der deutsch-österreichischen Grenze wie seit einigen Jahren, sondern an allen Grenzen die Grenzkontrollen massiv verschärfen. Und jetzt sage ich Ihnen, diese Maßnahme, die nicht einmal 24 Stunden in Kraft ist, zeigt bereits jetzt ihre Wirkung. Wir haben bis jetzt mit gleicher Begründung Wiedereinreisesperre 10 Fälle, 6 zurück und 4 werden noch bearbeitet. In nicht einmal einem Tag, meine Damen und Herren. Das zeigt, wie notwendig es ist, an den Außengrenzen und zwar überall, solange die Europäische Union nicht in der Lage ist, die Außengrenzen wirksam zu schützen, solange müssen wir das mit den Binnengrenzkontrollen machen. Und das wird weder auf eine Woche noch, Herr Buschmann, auf 4 Monate begrenzt. Das wird jetzt nachhaltig durchgeführt. Das ist die eine Konsequenz, die wir führen müssen. Und die zweite, Menschen, die mit einer Einreisesperre an der Grenze erscheinen, werden direkt an der Grenze zurückgewiesen. Und wenn sie auf irgendeinem Wege doch in unser Land kommen, und Asyl beantragen, bin ich explizit der Auffassung, dass solche Leute mit Wiedereinreisesperre über irgendeine Grenze illegal kommen, trotz aller Grenzkontrollen, dass wir die im Inland sofort in Haft nehmen müssen und für die Zeit des Asylverfahrens in Haft behalten müssen. Und mir ist ziemlich egal, welche Bezeichnung ein solches Programm bekommt. Sie wissen, dass Zeitungsredaktionen sich das nicht diktieren lassen. Aber eines dürfen Sie mir glauben, dass neben den Grenzkontrollen, und nächste Woche werde ich einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegen für diese Haft bei Wiedereinreise, trotz Wiedereinreisesperre, Haftandrohung, 3 Jahre, dass diese Menschen, wenn sie Asyl beantragen, in Haft kommen, sage ich Ihnen, warum ich da ganz nachhaltig dahinter bleibe, auch hartnäckig und ohne jede Kompromisschance. Meine Damen und Herren, wenn wir solche Fälle, und es gibt ja noch einige, die in meiner Zeit abgeschoben worden sind, zum Beispiel ein ehemaliger Leibwächter, wenn solche Leute wieder erscheinen, und ich glaube, wir haben doch einen großen Konsens hier, parteiübergreifend, dass Straftäter, die ein bestimmtes Strafmaß, nämlich 6 Monate, überschreiten in der Verurteilung, dass solche Straftäter mit ausländischer Staatsangehörigkeit in unserem Lande nichts zu suchen haben. Die müssen ausgewiesen werden. So.
Wenn wir das nicht mit allem Nachdruck machen, und zwar rechtsstaatlich einwandfrei und in einer seriösen Diskussion. Der Herr Miri ist ja auch von zwei hochqualifizierten Entscheidern des BAMF angehört worden, intensiv angehört worden. Die sind extra hingefahren. Das heißt, auch wir achten sehr darauf, dass Recht und Gesetz eingehalten wird. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen den Konsens haben in unserem Lande, dass solche Personen außer Landes gebracht werden müssen, weil wir sonst das Vertrauen der Bevölkerung in die Funktionsfähigkeit unseres Rechtsstaats zerstören. Und ich sage Ihnen noch eines hinzu. Wenn solche Fälle weiterhin passieren würden, und das muss unser gemeinsames Interesse sein, sie zu verhindern, dann wird, ob wir es wollen oder nicht, ich möchte es nicht, aber dann wird früher oder später auch die Diskussion aufkommen, ob wir unser liberales Asylrecht so belassen können, wie wir es heute haben. Das sehe ich als Gefahr. Und deshalb müssen eigentlich in diesem Falle alle wahrhaftigen Demokraten zusammenstehen, dass wir solche Fälle nicht im emotionalen Gegeneinander, sondern im demokratischen Miteinander lösen. Ich danke Ihnen. Das Wort hat der Abgeordnete Dr. Bernd Baumann für die AfD.